Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich bin gerade auf dem Weg zum Drachen. Den wollen wir heute erstmal besiegen und danach kommt ja auch noch der Gargoyle. Also erstmal heftige Bosse. Generell machen wir heute mal vielleicht ein paar mehr Bosse. Wir haben noch ein bisschen was über. Ich muss mich unbedingt auch mal um die Nachtbosse kümmern. Ich brauche erstmal Überblick, welche wir noch haben und welche ich schon besiegt habe. Weil da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr von. Mist. Ich glaube, das war falsch. Segen des Erdenbaums geht noch. Ja, genau. Okay. Ne, alles gut. Den machen wir jetzt auch noch rein. Alle Buffs drin. Den schlucken wir noch und dann gehen wir aufs Pferd. Und dann gucken wir mal, wie gut unser Schaden gegen den Kackdrachen ist, weil der ist echt stark und wir haben halt keine Möglichkeit, links und rechts auszuweichen, sondern nur vorne und hinten. Was das Problem ergibt, was hier mit dem Feuerangriff könnte schwierig werden. Genau der jetzt. Und schon hat er uns einmal getroffen, aber es war nur einmal. Was okay ist. Oh oh. Muss schnell sein. Okay, ist schön auf dem Kopf. Okay, das Schwert ist verdammt langsam auf dem Pferd. Haben wir jetzt leider ein Problem. Oh Gott, ich bin tot, glaube ich. Ja. Genau das ist das Problem bei dem Drachen. Fängt schon gut an. Kackfeuerangriffe. Wenn er die nicht so oft einsetzt, ist alles gut. Aber das ist halt scheiße. Okay, next try. Bin in den Flammendrachen-Talisman mal ausgerüstet. Damit wir ein bisschen mehr von Feuerangriff vielleicht abwehren können. Ich weiß noch nicht, ob 20%, was der, glaube ich, macht, so viel ausmachen. Oder ob das egal ist. Ja, okay, er schreit erstmal ein bisschen. Und der Biss. Das ist alles in Ordnung. Jetzt kommt Feuer, glaube ich. Nee, Stampfattacke. Keine Ausdauer leider. Okay, das ist auch in Ordnung. Ich torrent ein bisschen was ab, aber egal. Jetzt kommt Feuer. Oh. Ich überlebe noch. Ich glaube, ich trinke noch einen. Oh shit. Mal mit dem Horn aufgespießt. Schwanzattacke. Alles gut. Oh oh. Oh shit. Torrent ist tot. Wir müssen eine Flasche einsetzen dafür. Aber wir haben ihn schon mal einmal gebrochen. Das ist sehr gut. So, jetzt brauche ich Pferdchen. Oh shit. Das war gerade zu gefährlich. Ich möchte jetzt nicht noch sterben. Ich habe übrigens mein Arzneiloch letztes Mal geändert. Ich mache jetzt verstärkte Feuerangriffe, was jetzt nicht unbedingt was bringt bei dem. Aber wir brechen auch die Haltung schneller. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott, das war super knapp. Gott sei Dank habe ich nicht mehr bekommen. Oh nö. Okay, trifft mich wahrscheinlich einmal. Gar nicht. Wow. War perfekte Reichweite dafür. Oh. Schneller. Okay, jetzt schnell weg. Stampfattacke? Ja. Das ist okay. Muss nur treffen. Eieieiei. Rennen, 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 Kleiner. Uiuiui. Ist schlimm, wenn man keine Ausdauer hat. Und der da irgendwie seine finale Attacke da macht. Aber noch leben wir. Und auf Brücke. Oh Gott. Ende der Brücke. Das gibt's nicht. Ich hasse diesen Feuerangriff. Alter, er hat nichts mehr an HP. Okay, next try.
Okay. Das war ein ganz, ganz großer Fail gerade, tatsächlich. Den habt ihr gar nicht mitbekommen. Hab das bis dahin eh rausgecuttet. Ich habe den Anfang gestartet mit Armbrust. Ich habe mir die extra hier hingesetzt. Damit ich vom Pferd aus die Armbrust nutzen kann. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das Falsche hergestellt. Ich habe nämlich Knochen, Giftpfeile hergestellt. Aber Giftpfeile anstatt Bolzen. Das war jetzt mein Fail. Giftbolzen hätte ich gebraucht. Und habe jetzt meine dünnen Bestienknochen leider für das Falsche ausgegeben. Ja, das ist jetzt blöd. Dann heißt es vielleicht, gehen wir bald mal auf den Bogen rüber und nutzen mal unsere Giftpfeile mit dem Bogen. Auch wenn ich die Armbrust echt toll finde. Naja, bitter. Aber egal, auch so hingekriegt. Von daher alles gut. Stufenaufstieg noch 7000. Das kriegen wir hin. Ich glaube auch, ich will mich hinter den Porten, der Typ, der da vorne gleich kommt. Das heißt, wir nutzen unser Bonfire, das wir hinter dem Ding haben. Oder Side of Grace, besser gesagt. Ist immer noch drin. Was muss ich jetzt machen? Glaube weiterhin, ne? Ich möchte erstmal Glaube hochbekommen, damit ich das Amulett nicht mehr unbedingt tragen muss. Genau, das war als Plan. Ich habe momentan noch das Ding halt drin und das will ich irgendwann nicht mehr tragen. Zwei von denen finde ich ein bisschen übertrieben. Und wir haben natürlich auch Radagons Wundsiegel. Und krass, ey. Erhöhte Werte. Ach ja, genau. Jetzt wollte ich mich porten einmal. Wir gehen hier hin. Und dann kümmern wir uns um den Gargoyle. Dann haben wir hier oben erstmal alles. Bis auf den Nachtboss. So. Dann beginnen wir mal buffen. Das noch rein. Und dann versuchen wir den natürlich auch mit Sprungattacken klein zu bekommen. Aua. Okay, Pferd muss ich auch erstmal lernen, den zu dodgen. Wie war das nochmal randodgen, ne? Oh, das ging schnell. Dass er mich da noch erwischt hat, ist bitter. Aber war auch ein echt beschissener Anfang, muss ich sagen. Jetzt nochmal beschissen angefangen. Jetzt habe ich erstmal einen Trank gerade genommen. Anstatt einen einen Mana-Trank. Okay. Nice Move. Könnte ich gerne aufnehmen. Auch wenn es kaum was ist. Eine Rune wird verschmäht. Ach, kannst du mal aufhören, da hochzuspringen? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, hier oben zu kämpfen. Wir brechen den aber noch nicht. Ah, das hatten wir ja unten auch nochmal, ne? Dass wir den nicht gebrochen bekommen haben. Unten bei Dies Bruder. Die haben eine recht hohe Poise wahrscheinlich einfach. Oh shit. Aber ich habe was dagegen. Oh je. Die schwarze Flamme, die bohrt sich in mein Fleisch. Mist, keine Ausdauer. Brauchte ich auch nicht, der hat voll verfehlt. Wieder keine Ausdauer. Mann, Junge. Okay, ich muss einfach abwarten, bis ich Ausdauer komplett voll habe. Okay. Wir haben zweimal getroffen, aber reicht immer noch nicht. Ich muss eben ausweichen. Nee, brauche ich nicht. Bin hier recht safe oben. Also der verfehlt recht häufig, muss ich sagen. Ist nicht so zielsicher gerade. Alter, wie man den nicht gebrochen bekommt. Jetzt. Jetzt, wo er fast tot ist. Aber egal, hat sich trotzdem gelohnt. Frag mich, ob das... Wie groß der Unterschied eigentlich ist. So normal einfach so angreifen. Vielleicht sogar zwei Hits machen.
Oder hier den hier. Ich habe eigentlich gute Erfahrungen mit den Sprungangriffen gemacht, aber die sind echt heftig. Gargoyle Schwarzschwert und Gargoyle Schwarzhellebarde. Ich glaube, die brauchen wir uns nicht durchlesen. Die sind, glaube ich, immer so ähnlich von Text her. Dass es einfach Waffen mit gleichen Repeat sind. Aber ja, ne, wir haben überall die schwarze Flamme. Selbst der Drache hatte hin und wieder mal im Maul die schwarze Flamme. Was mich sehr irritiert hat. Der speit sie ja nicht. Der speit normales Feuer. Aber manchmal kommt da so die schwarze Flamme raus. Also es sind anscheinend echt Wächter der schwarzen Flamme, beziehungsweise nicht nur der schwarzen Flamme, sondern ich denke mal generell dem Schicksalstod oder der Rune des Schicksalstodes irgendwie zugeneigt, dass die jetzt halt Gurang auch dienen, weil die schwarze Flamme nutzt er ja eigentlich nicht. Obwohl keine Ahnung, er hat so eine rote Flamme, er hat nicht die schwarze Flamme, ne? Das konnte er ja jetzt, ne? Der Gargoyle, der konnte diese rote Flamme ja auch einsetzen. Also seine Waffe ist auf jeden Fall, dieses Leichen-Lipid scheint auf jeden Fall sowas zu sein, womit die dann diese Flamme einsetzen können. Das, was die Assassinen auch bekommen haben. Die ganzen Dolche. Toll, jetzt weiß ich es jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich zu viel über andere Sachen nachgedacht. Weiß nicht, ob 5000 Runen schon reichen. Ja. Hatte ich zumindest im Kopf. Hat auch funktioniert. So, die geben auf jeden Fall gut Ruhen, die Typen. So, jetzt sind wir hier oben erstmal durch. Jetzt gibt es tatsächlich noch eine Sache. Ja, bis auf die Sache da. Den hatten wir nicht gemacht. Ich weiß, dass ich da hingelaufen bin. War der uns zu stark? Weil hier ist auch noch ein Kavallerist. Ja, das muss ich nochmal prüfen. Aber das mache ich in eine andere Folge, die Nachtbosse. Das machen wir vielleicht, wenn wir in der Kanalisation durch sind und unten soweit durch sind. Also nachdem wir den Lichtdrachen da unten besiegt haben. Aber endlich ist das Festival weg hier. Und jetzt können wir uns darum mal kümmern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Triggerpunkt ist. Aber egal. Nächster Boss. Hier recht wichtig, schnell den ersten besiegen. Der ist eh nicht so stark, aber der muss halt schnell weg, damit der zweite nicht nervt. Das löwenartige Scheusal. Na toll. Ich springe, du springst, du schaffst es besser. Okay. Der Schaden ist schon mal gut. Ausdauer ist nicht so gut. Nice. So, und da kommt der zweite. Der Schmelzziegelritter. Komm noch ein bisschen schneller. Schade. Wollte ich probieren. So, da ist auch schwierig, die Stance zu brechen, glaube ich. Der ist da recht widerstandsfähig. Keine Ahnung, ob man die überhaupt brechen kann. Hab ich irgendwie noch nie geschafft, glaube ich. Ich glaube, vorher sind die eher tot. Oh, ich komme da nicht weg. Ich konnte nicht gut dodgen. In der Kiste. Alter, krass. Man kann das zweimal einsetzen. Ich habe sowas noch nie eingesetzt, ehrlich gesagt. Aber das war mir nicht bewusst, dass er das doppelt machen kann. Einfach aufs Schild drauf kloppen, wie so ein Bekloppter. So, jetzt ging das Dodgen schon mal besser. Ich bin drüber gesprungen. Habt ihr das gesehen? Richtig geil. Trümmergroßschwert. Coole Sache. Das Trümmergroßschwert. Ursprünglich ein Stück Geröll, das einst vom Himmel fiel, geschmiedet zu einer Waffe. Eine der legendären Waffen. Der Steinbrocken stammt von dem Meteoriten, der eine Ruine zerschmetterte, und selbst die kleinen Fragmente birgt gewaltige Zerstörungskraft. Ja. Heißt das eigentlich, dass Farum Azula aus Meteoritenstein gebaut wurde? Kann es deshalb schweben? Der Steinbrocken stammt von einem, von dem Meteoriten, der eine Ruine zerschmetterte. Das ist schwierig. Also es wurde eine Ruine zerschmettert von einem Meteoriten, aber das Ding ist ja verziert wie ein Stück
von Faum Azula, oder nicht? Boah, das ist jetzt. Ja, das ist kompliziert. Also, man könnte einerseits das so interpretieren, dass Faum Azula von einem Meteoriten zerstört wurde. Aber andererseits ist das ja ein Teil von Faum Azula. Beides interessant. Sagt Jaren ihr eigentlich irgendwas? Wo sitzt denn der eigentlich? Der sitzt hier gerade gar nicht. Oder ist der schon mit Selen's Quest so ein bisschen fortgeschritten? Scheint ja fast so. Na gut. Wir müssen irgendwann nochmal zudämmen. Aber das geht anscheinend jetzt noch nicht. Oder man muss sich erst wieder dran setzen oder so. Auf jeden Fall klären wir jetzt mal kurz die Burg. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit wir damals hier was gemacht haben. Flamberge gab es ja hier zum Beispiel. Das müssten wir haben, meine ich zumindest. Ich check das mal kurz. Großschwerter. Wo muss ich denn gucken? Ist das nicht sogar das, was wir haben, eins? Hier sehe ich es jetzt erstmal nicht. Hier vielleicht. Ich sehe es jetzt tatsächlich nicht. Und hier oben wird es nicht mehr sein. Hier sind dann Dolche. Das ist ja schon ein großes Teil. Haben wir das vielleicht noch gar nicht? Und das kriegen wir jetzt erst? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir werden es überprüfen. Machen wir nochmal Lampe an, weil es ein bisschen dunkel ist hier. Aber jetzt sind hier auf jeden Fall Wachen. Ich fände es ganz cool, wenn das immer so ist. Man hätte sich hier so ein bisschen reinkämpfen müssen, aber auch das Radan-Festival ist ziemlich cool. Also man möchte eigentlich nichts davon missen. Man möchte irgendwie beides haben. Es wirkt nur so ein bisschen komisch. So spät nochmal hier reinzukommen und man ist so mitten in einer Burg und die ist einfach komplett besetzt. Von wem eigentlich? Sind das Radan-Soldaten? Oder wurden die von jemand anderes jetzt besetzt? Ich weiß das gerade gar nicht. Ah ja, da unten sind tatsächlich noch Items. Also habe ich das damals einfach komplett geskippt hier und habe gesagt, ja, wir gehen jetzt sofort zu Radan, weil wir gehen hier eh nochmal irgendwann hin. So, kurzes Warm-up hier schon mal mit den Typen. Oh, das läuft schon mal schlecht. Weil ich möchte mich eigentlich heute noch den anderen stellen, den Doppelboss davon. Der Schaden ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Ich dachte, weil wir mittlerweile vielleicht genug Schaden machen, könnte ich mich jetzt langsam mal dem Typen stellen. Ich mag ja Doppelbosse nicht so gerne. So, jetzt diese Tür ist jetzt offen. Das ist aber neu. Das ist erst auf, sobald hier wieder Leute sind. Rotglühendes Schleifmesser. Damit können wir auch jetzt feurige Waffen herstellen. Ein rotgrünes Schleifmesser mit verschlüsselter Inschrift dient auch als Messer. Wer schießt denn auf mich? Wendet ihr mit einer Kriegsasche des Typs körperlich oder Flamme eine Affinität an, könnt ihr zusätzlich eine Affinität des Typs Feuer oder Flammend auswählen. Mache ich leider so selten, weil wir immer so Special Weapons tragen. Also was heißt immer? Wir sind lange mit dem Großschwert rumgelaufen. Aber dann kann man zusätzlich eine Affinität auswählen. Lammend? Irgendwie klingt das sau interessant. Hab ich auch keine Ahnung, was gemeint ist. Ach, ausgewichen, ich bin Neo. Irgendwann wird das Ausweichen nicht mehr nötig sein. Irgendwann kann ich die so abprallen lassen an mir. Oder ich habe so viel HP, dass es nicht mehr nötig ist. Vielleicht liegt es auch daran. Ich habe immer noch nicht diesen vierten Matrix-Film gesehen. Aber dadurch, dass Film 2 und 3 auch schon nicht so stark waren und ich habe auch nur Schlechtes gehört von dem vierten. Naja. Von 2 und 3 tatsächlich als Jugendlicher. Ich weiß nicht, kann man mich schon fast als Kind bezeichnen. Fand ich den gar nicht so schlecht. Aber da war halt mein Filmgeschmack auch noch ein anderer. Da fand ich die Action einfach geil. Aber da war halt nicht mehr so viel Verstand drin. Leider. Dem ersten.
Das war halt viel, viel mehr Action. Aber ich glaube, wenn ich mich dazwischen entscheiden müsste, fände ich irgendwie den dritten trotzdem noch geiler. Auch wenn das noch mehr Action ist. Aber, naja. Es reicht eigentlich, den ersten anzugucken, den ersten Matrix-Teil. Da hat man eigentlich alles gesehen. So, da sind wir jetzt rein. Irgendwie habe ich hier oben alles. Ist hier nicht noch irgendwie so ein... Ah, da ist der Riese. Ach nee, der springt runter, wenn man von vorne kommt, ne? Oh, ich glaube, darauf habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr so Bock. Ja, ich glaube, ich gehe noch in den Innenhof. Kümmern uns dann noch um die beiden Hundis da. Und dann war's das. Beim Bärsch müsste dann auch irgendwo sein. Keine Ahnung, wo wir das nochmal finden. Ich meine aber, das kriegt man hier. Vielleicht irre ich mich da auch und das war woanders. Aber wir haben es definitiv noch nicht. Habe ich gerade mal einen Bogen da? Wir haben ja diesen schwarzen Bogen bekommen. Der ist doch recht gut gewesen. Ich glaube, den will ich aber lieber dann da tragen, weil Bögen in der Secondhand funktionieren nicht so gut. Ja, schwarzer Bogen. Ich habe den halt noch nicht abgegradet, aber es juckt ja nicht. Sollte der nicht irgendwie so geil wie so ein Kurzbogen sein? Ah, so. Ja, den haben... Nee, haben wir noch nicht vergiftet. Dachte kurz. Jetzt, glaube ich, ist er vergiftet. Ja, perfekt. Kannst du bitte da wegkommen? Oder? Ja, so ist auch doof. Ach, Junge. Komm noch ran. Ich habe ein Leckerli für dich. Piu, piu, piu. Na gut. Das dauert mir zu lang. Beziehungsweise buffen würde ich mich aber trotzdem noch. Das dauert dann nicht so lang. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Buff davon die Resistenzen erhöht, weil den finde ich jetzt nicht so wichtig. Klar, erhöht ja auch meine Abwehrkraft, aber darauf könnte ich verzichten. Verzichte ja auch gerade jetzt auf irgendeinen Buff. Keine Ahnung, welcher das war. Ich meine, das war der, der 30 Glaube braucht. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber. Das ist tatsächlich jetzt auch nur eine Vermutung. Habe ich irgendwie noch so im Hinterstübchen. So, der eine ist noch vergiftet. Der stirbt langsam dahin. Ja, ich renne da jetzt einfach rein. Scheiß drauf. Wenn die mich killen, dann ist das so. Shit. Okay, der ist noch nicht ganz tot, leider. Ein bisschen doof, dass er jetzt nicht gestorben ist. Beide noch... Okay, die töten sich gegenseitig. Das finde ich gut. Jungschmiedestein 4. Das ist zumindest der Beweis dafür, dass wir die noch nie besiegt haben. So, da ist auch noch Spielstein 4. Stimmt, die Tür ist auch neu offen, ne? Das heißt, hier ist vielleicht Flambeersch drin. Ne, hier ist Handbuch 4. Gut. Handbuch 4 des Rüstungsschmieds. Warte mal, ich möchte mal ganz kurz gucken, was der bringt. Wahrscheinlich nichts Interessantes für mich. So wie die meisten Rezepte. Hier. Rotmend Feuertopf. Ja, okay. Juckt mich nicht. Dann waren wir hier aber auch noch nicht drin, ne? Dann ist hier vielleicht das Ding drauf. Was ich meine. Ich weiß auch nicht, ob das Flambeersch ausgesprochen wird. Alter, was ist hier los? Ich treffe den nicht. Der weicht schön aus. Oder ist immer ein bisschen... Ist ein Schritt zu weit entfernt. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Aber für mich ist das Französisch. Deswegen spreche ich das so aus. Man könnte jetzt Flamberge sagen. Dann ist das auch tatsächlich die deutsche Bezeichnung dafür. Da kann man hoch.
Warte mal, hier waren wir aber drin. Hier war die Tür. Und diese Tür ist wiederum zu gewesen. Aber dann waren wir ja da. Oder waren wir da oben noch nicht? Weil wir haben das Schwert halt noch nicht. Und ich meine es eigentlich zu 90%, dass es hier drin war. Guck, der hat einen Flammenbärsch. Nur halt anders. So richtig mit Flammen halt. So ein Flammkuchen. Den habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Flammkuchen, eigentlich mal geil. Aber es gibt so viel Geileres eigentlich. Keine Ahnung, aber hätte ich mal wieder Bock drauf. Ich glaube, ich mache den mal nächste Woche oder so. Schön Zwiebelchen. So, oder geht sie gar nicht wirklich weiter? Das war's tatsächlich, ne? Hier kommt man an, oder? Ja, okay, hier kommt man an. Ja, okay, dann bin ich hier ein bisschen planlos durchgelaufen. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwo was verpasst habe. Mir kommt das halt so vor, dass ich irgendeine Sache jetzt hier verpasst habe. Halt das Schwert. Oder ich irre mich echt und das ist hier gar nicht drin, sondern eher draußen oder so. Oder irgendeinem Dungeon. Dann bin ich jetzt nicht gestorben, das wäre echt unangenehm gewesen. Ich guck nochmal ganz kurz bei dem Leuchteding und dann gehen wir hier weg. Weil mehr gibt es hier für mich jetzt erstmal nicht. Ob hier vielleicht in der Ecke was versteckt ist. Aber das sieht nicht so aus. Nö. Ja, keine Ahnung. Falls hier wirklich noch was versteckt ist. Ich gucke das auf jeden Fall nochmal nach mit dem Schwert. Vielleicht droppt der das auch und ich muss den extra besiegen. Oder kann man hier hoch? Und ich habe das jetzt doch übersehen. Dass es hier wirklich noch irgendwie hochgeht. Nee. Ich dachte auch eigentlich, man kann das Tor aufmachen. Aber irgendwie doch nicht. Naja, egal. Lass weggehen. Das dauert mir jetzt hier zu lange. Die Suchaktion. Wir wollen jetzt hier rein. Das hier ist es. Zero hatte mir auch reingeschrieben, man kann hier auch hin, ohne von dieser Jungfer gefressen zu werden. Also ohne Tod. Ich weiß auch gar nicht mehr. Habe ich den dazu gezählt damals? Und so lange her. Aber bis hierhin sind wir ja gegangen, aber da habe ich mich nicht mehr weiter getraut. Zum Boss. Das war mir zu heikel. Aber das machen wir jetzt. Schneckis. Also, dass man sich da einfach droppen lassen kann. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Was sehr cool ist, aber naja, brauchen wir nicht mehr. Hätte ich vorher wissen müssen. Also vielleicht beim nächsten Run. Da gab es erstmal einen dicken Lag, Loading Screen, wie auch immer. Nochmal, okay. Mit Überhand. Ich habe ganz vergessen, dass es hier so runter geht. Sprießendes Höhlenmoos für alle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür das ist. Ist das schon eine Nebelwand jetzt hier? Fällt man da nicht rein? Okay. Ich dachte, man fällt da in diese Bosskammer. Aber vielleicht macht man das auch. Das kommt gleich erst. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die drauf haben und wie sehr ich Probleme haben werde. Ich hoffe einfach mal, die machen mir nicht so viel Schaden. Weil dann sehe ich Chancen. 36.000 Runen. Möchte ich jetzt auch nicht verlieren. Oh, tatsächlich, man fällt hier nicht rein. Habe ich das falsch in Erinnerung? Oh, oh. Ist schon mal schlecht. Okay, mein Schaden ist schon mal sehr gut. Viel krasser, als ich dachte. Und deren Schaden ist echt gering. Okay, das passt schon mal. Die sind gefühlt schwächer als deren Gegenstücke. Okay, okay. Ich bin fast tot. Wenn ich jetzt Pech habe, kommt der andere da irgendwie an. Nee, der steht da hinten. Nein, ich dachte, ich wäre weit genug weg. Ich wollte nicht nochmal rollen. Ich wollte dann zuschlagen, wenn er den packt. Da war ich ein bisschen gierig. Aber ich bringe den jetzt erstmal um.
Jetzt müssen wir nur dich besiegen. Okay. Ich dachte ehrlich gesagt, die sind locker so stark wie die in Vulkan selbst. Und dann einfach zwei davon. Aber es war nicht. Okay, da war ich an einer Animation. Da konnte ich nichts für. Außer, dass ich die lange Animation gewählt habe. Aber ich bin halbwegs unschuldig. Okay, das geht klar. Und weg damit. Noch ein Schlag, jetzt aber. Girandole des Inquisitors. Wäre auch ein geiler Speer, mal damit zu kämpfen. Zählt aber nicht unter diesen Speeren. Was ist denn das dann? Hier unten. Achso, es gibt nochmal so eine Speerabteilung. Ein Instrument, mit dem man am Gelmir auf Haus Vulkan Adlige gefoltert wurden. Die Waffe durchbohrt mit unzähligen Spitzen ihre Opfer und versenkt sie dann mit ihren Flammen. Der Geruch ihres kochenden Blutes trieb viele fast in den Wahnsinn. Diesen Kerzenleuchter hat ein sehr methodischer und kranker Verstand entworfen. Ja, finde ich irgendwie geil. Alright, so, dann haben wir das schon mal geschafft. Frag mich echt, ab wann man so gegen die ankommt. Wenn man sich jetzt nicht so doof anstellt, wie ich jetzt gerade. Ne, schon ein bisschen mit Verstand daran geht. Ein bisschen auf Zeit spielt. Ob man die schon erlegen kann, wenn man in Leonia ist. So mit Level 60, 70 oder so. Weiß jetzt nicht, welches Level ich hatte, aber egal. So, und jetzt kommen wir hier raus. Und da war ich nämlich auch noch nicht. Deswegen passt mir das ganz gut, so als Plan. Dass wir das jetzt auch endlich mal erledigen. Das habe ich auch, muss ich sagen, ein bisschen verschludert. Wollte das eigentlich schon lange machen. Eigentlich glaube ich sogar vor der Hauptstadt, aber dann habe ich es vergessen. Da waren wir in der Hauptstadt. Und dann habe ich nicht wieder dran gedacht. Beziehungsweise dann waren wir halt da schon drin und ich wollte nicht wieder raus. Ich wollte erst die Hauptstadt abschließen. Von daher, jetzt haben wir es hier endlich. Jetzt hole ich mir den hier eben noch. Da vorne waren wir halt schon. Da wurden wir dann mal von Patches runtergeschmissen und haben diese Schlucht schon erkundet. Aber das hier hatten wir noch nicht geholt. So, jetzt kommt schon wieder der nächste Boss. Wollte mal richtig Bosse klatschen. Altos Plateau. Kommt nämlich so ein Tibia-Seefahrer. Das Auge der Bestie zittert hier auch sogar. Das Auge der Bestie ist auch eigentlich ein interessantes Item, ne? Wenn man an die finsteräugige Königin denkt. Die hat ja auch so ein Auge. So, wo haben wir dich denn? Da hinten. Aber nur eins. Ja, also wenn man jetzt an Melina denkt. Bringt der Typ mich um, der da oben ist? Oder geht das hier? Darf ich hier sein? Okay, der feuert in eine andere Richtung. Muss man den besiegen? Ich weiß es Gott gar nicht. Der verschwindet einfach wieder. Okay, der kommt nochmal wieder. Aua. Okay, nice. Voll geslayed. Ich habe noch gar nicht gegen so einen Teil gekämpft, glaube ich. Die tauchen ja auch bei Moke vom Palast auf. Ich weiß noch, damals haben die mich gekillt. Könnte das mal trinken. Ich habe mich gar nicht gebufft hier gerade. Wo ist der Tibia-Seefahrer? Ich höre irgendwas in der Richtung. Da heißt er. Der hat echt viel HP, muss ich sagen. Dafür, dass wir so eine krasse Waffe eigentlich schon haben. Nice. Ich kann die also tatsächlich schon auf Level 10 bringen. Hatte Zero noch geschrieben, dass es im Blutpalast einen plus 10er Stein gibt. Das Ding ist, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich da hin möchte. Mir reicht plus 9 auch erstmal. So, die Todeswurzel und Tibias Ruf. Sehr, sehr schön. Von daher lasse ich das, denke ich mal, erst. Wir kommen da schon früh genug hin. Aber ich sollte wirklich Wahres Quest noch abschließen. Das muss ich mir noch
auf den Zettel schreiben. Auf den digitalen Zettel. Dass wir erst noch Wahres Quest abschließen, bevor wir den Berggipfel betreten. Aber ich werde mich da nicht hinporten. Mach ja hier ziemlich viel ohne Port. Außer es geht nicht anders. Und vielleicht kleine Ausnahmen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mal geportet bin. Aber größtenteils versuche ich hier einfach alles ohne Port zu machen, weil ich bin gegen Ports. Moment. Hier sind die Katakomben noch. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Wo ist denn hier der Eingang für die Ruinen? Die wollte ich eigentlich haben. Sind die hier drin? Ja, hier sind die. Okay. Oh, Tag. Schöne Überraschung. Da ist noch einer. So, was brauchst du? Zwei? Ein, okay. Keine Ahnung, was hier unten ist. Wir holen es uns. Oh, schön. Noch mehr Tote. Keine Heiligwaffe mehr. Ist direkt ätzend. So, war hier noch einer? Oder wart ihr das? Jetzt muss man schon einen Schlüssel einsetzen und kriegt dann noch Gegner vorgesetzt. Frechheit. Perlendrachen plus 1. Okay. Hatten wir überhaupt schon mal einen Perlendrachen-Talisman? Ja, hatten wir. Okay. Den normalen hatten wir tatsächlich schon. Ah, stimmt. Den habe ich doch damals geholt, ne? Den gab's... Oder? Warte mal, echt den plus 1? Ne, den normalen. Ich glaube, da gab es diesen Farum Azula-Ding da oben, ne? In den Wolken. Aber das dritte haben wir auch noch gar nicht gemacht, ne? Wir waren ja jetzt die... wann war das? Vorletzte Folge. Waren wir ja auf der Spitze der Erwartung. In Farum Azula waren wir auch schon, aber die dritte Glocke, glaube ich, da waren wir noch gar nicht. Das ist dann da bei Siofra. So, an dich habe ich noch gar nicht mehr gedacht. Katakomben von Windham. Eigentlich wollte ich noch woanders hin. Wird das dann auch noch schaffen? Ach, ich glaube, da mache ich das beim nächsten Mal. Wir haben ja noch den Assassinen, der unsichtbar ist, offen. An den muss ich dann noch beim nächsten Mal denken, dass ich da am Anfang dann hingehe. So, Wurzelharz nehme ich gerne mit. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Ach, das ist der, das Ding mit dem Fahrstuhl da drunter, wo es weitergeht? Nee. Ach, krass. Okay. Hat jetzt safe an die Katakomben gedacht, wo hier drunter noch ein Weg ist. Aber hier ist keiner. Okay, wieder solche Dinger. Und Tote. Nee. Keine Toten. Zur Abwechslung mal wieder ein paar Gargoyles. Die zwei Hits brauchen. Da sitzt einer. Ist bestimmt hier nochmal ein Hinterhalt. Also klar. Kein Raum ohne Hinterhalt mit den Gargoyles. Oder Wichten eigentlich. Ne? Für mich sind das immer Gargoyles. Aber die großen sind auch Gargoyles. Ah, wie schön. Alles Gargoyles für mich. Das sind halt kleine Mini-Gargoyles. Ne? So wie die man halt in den Kirchen hat. Und die großen sind eher so Gargoyles aus Dark Souls 1. Aber die sind, glaube ich, das sind wirklich Dark Gargoyles. Ich glaube, die heißen wirklich so. Hier gibt es eine Falle. Mal gucken, was passiert. Ah, von oben. Interessant. Ah, ich weiß gar nicht, warum ich euch besiege. Ist jetzt super nervig und kommt eh immer wieder. Die wollen einen umarmen. So, hier darf man nicht durch. Hier muss man wahrscheinlich irgendwie einen Hebel betätigen. Gibt es hier noch Mr. Krabs? Nee, so einen Typen. Ah, okay. Oh, oh. Bin zu nah dran. Ich will unbedingt diese Fähigkeit mal einsetzen wieder.
Bam. Aber es lohnt sich nicht, ne? Super aufwendig jetzt gewesen. Für einmal gegen Schild und einmal nicht mal getötet. One-Hit. Mit 1500 Schaden kann ich besser so zweimal angreifen. Ist wirklich nur, wenn man wirklich die Zeit hat. Wenn der Gegner gestunt ist oder so. Dann kann man sich da mal die Zeit nehmen. Oder sehr, sehr langsam ist oder so. Oder man einen Hinterhalt hat. Noch so ein Ding. Wie viele Schlüssel haben wir noch? Blitzender Skorpion-Talisman. Oh. Wie cool. Den hätten wir eigentlich mal gebraucht. Aber ich bin ja nie auch richtig auf Blitze gegangen. Jetzt sind wir bei Feuer angekommen. Was wollte ich gucken? Achso. Das hier. Noch 4 Stück. Und diesen einen Mond-Ding. Den ich noch einsetzen muss. So, die sehen auch super creepy aus. Mit den Gesichtern. Warte mal, was hier los ist. Okay, das ist so ein Raum. Hier drunter geht es dann wahrscheinlich weiter. Da ist auch noch einer. Auf der anderen Seite, da müssen wir auch mal vorbeischauen. Okay, mal gucken, ob wir hier einen Backstep machen können. Oh, natürlich nicht. Der verrät uns komplett. Ich bin fast tot sogar. Das ist jetzt gefährlich mit der HP-Leiste. Hier reinzugehen. Ich time mich nochmal. Shit, ich wollte backstabben. Ich habe ein Ausdauerproblem, finde ich. Also das Schwert braucht entweder viel Ausdauer, mein Dodges brauchen viel Ausdauer. Wenn der angreift, verbrauche ich auch viel Ausdauer, weil das Abwehren super aufwendig ist. Oh, den da runter schicken, das wäre so geil. Okay, der ist weg. Letzten Schlag schenken wir uns. Ah ja, hier haben wir schon mal den Hebel für den Bossraum. Dann geht es da drunter nicht weiter. Oder gibt es da noch mehr Optionales? Würde ich mich jetzt wundern, wenn hier drunter nichts ist. Aber checken wir gleich mal aus. Mist, jetzt habe ich es nicht gesehen. Da ist schon mal nichts. Ah, doch, hier ist was. Wir könnten jetzt zurück zum Bossraum, aber... Dann checken wir das doch erstmal. Ah ja, stimmt, die andere Seite. Ist ein guter Rückweg wahrscheinlich einfach, ne? Warte mal, ich gehe mal kurz drauf. Hohoho. Sehr schön. Ah ja, guck mal, doch noch eine Krabbe. Falsch anvisiert. 2? Oh mein Gott. Hallo? Aquaknarre gibt's auch. Hat seinen Kumpel gekillt. Das war ich nicht. Können die eigentlich auch packen? Ja, ne? Da war doch eine Animation. Wie die eingreifen und dann so ein bisschen... Keine Ahnung. Spillenkurs machen. Handbuch 1 des Drachenapostels. Was geht da denn mit? Gibt's da Blitztöpfe? Oder was gibt's da? Blitzfett. Okay, und Blitzpfeile. Hier Drachenwundfest von dem anderen Ding. Sorry, kein Interesse. Haben wir auch irgendwo einen Hebel für die Tür? Oder geht's jetzt hier nicht weiter? Doch, klar. Muss ja. Hier haben wir ihn. Kommen ja nicht zurück. Macht man eigentlich mein normaler Schlag? Ich glaube, das ist die Frage, hatte ich schon gestellt, ne? Macht mein normaler Schlag den schwarzen Flammeneffekt? Nee. Oh, das wollte ich nochmal betätigen. Nix gestorben, schade. So, dann checken wir mal den Boss hier aus. Was der so kann. Hm. 93.000. Weiß nicht. Ich glaube, ich mache den Boss noch. Aber ich glaube, ich setze mich vorher noch dran.
hab's doch schon sehr viele Tränke eingesetzt. Aber ich mache jetzt kein Level. Ich denke mal, der Boss wird eh nicht so viel bringen. Wir sind schließlich auf dem Altersplateau. Ich denke, wenn wir den besiegt haben und der 20.000, 25.000 bringt, sind wir gut bedient und dann können wir ein Level abmachen. Hauptsache erstmal die Falle betätigt. Dann passt das schon. Ich denke, jetzt ist auch wieder so ein bisschen Zeit bei so Katakomben für ein bisschen Katzen-Action. Mal gucken. Wir werden sehen, was es hier so gibt. Aber wir buffen hier uns auf jeden Fall nochmal. Ich gehe davon aus, dass er nicht so stark sein dürfte, weil wir recht stark sind gerade und recht spät hier sind. Und die Gegner haben wir auch gut weggemacht. Aber man weiß ja nie. Nicht unterschätzen den Feind. Vor allem so Katzengegner nicht. Das ist tatsächlich eine Katze. Mit Wasser und Blitz, okay. Ui, wie geil. Kann mich null dran erinnern an so einen Blitzgegner. Ist das die einzige Blitzkatze, die es gibt in dem Spiel? Kann das wohl sein? Ist echt weak. Aber hier ist extra Wasser, damit der Blitzeffekt richtig geil wird, ne? Klangperle 1 des Talienpflückers. Okay, ist auch nichts Wichtiges. Für uns jetzt momentan gar nicht interessant. Das wird nochmal für den Run interessant, wenn ich mit so Aschen spielen möchte. Ich müsste übrigens für den Run mit der Koop-Mod spielen wahrscheinlich. Nur halt dann alleine in der Koop-Mod. Einfach weil man da durchgehend beschwören kann. Und ich würde ja dann ganz gerne mit meinen Beschwörungen auch durch die Gegend laufen. Also sozusagen Koop spielen, nur alleine. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich mag die Vorstellung. Und dann so Magier spielen und dann mal gucken. Und alle Aschen mal ausprobieren. Von vorne bis hinten. Ist halt so ein kleiner Fun-Run. Beweisen muss ich mich dann nicht mehr. Ich habe das Spiel dann zweimal durchgespielt ohne. Beziehungsweise jetzt einmal komplett ohne. Hoffe ich. Wir wissen ja noch nicht, wie es gegen Malenia läuft. Ob ich da ohne Aurelia spielen darf. Ich werde sie, ganz ehrlich, ich werde sie so auch versuchen. Ich werde die so platt machen diesmal. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie es gehen soll. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie ich so viel Schaden machen soll, dass ich die zweite Phase schaffe. Ohne, dass die mich killt. Aber ich werde sie lernen. Diesmal, oder sie hat nochmal diesen Fail. Dann kann ich da nichts für. Wenn die mich nochmal packt, während ich sie phase, dann, naja. Wie beim letzten Mal. Das wäre schon lustig, wenn das nochmal passieren würde. Obwohl, ich würde sie ganz gerne jetzt mal richtig regulär besiegen. Ohne Aurelia an der Seite. Ohne diesen Kram. Ich hatte das ja auch ohne Aurelia gar nicht geschafft, ne? Ich habe mir das ja nochmal angeguckt. Von der Zeit. Ich glaube, ich bin hier durch. Und habe das gesehen, dass ich, nachdem ich dann... Ich musste mich ja erstmal heilen, nachdem die zweite Phase begonnen hatte. Und die hat sich um Aurelia gekümmert. Dementsprechend hatte ich da Glück. Hier ist noch ein Item. Habe ich das immer noch nicht geholt? Lass uns das jetzt nochmal machen. Und hätten sie sich nicht auf Aurelia konzentriert, hätte ich mich nicht heilen können. Ach so, die Celia-Quest können wir ja schon starten. Oh. Das ist natürlich interessant. Ach ja, und die Felix-Quest können wir gleich noch abschließen. Das habe ich beim letzten Mal ganz vergessen. Ich habe mir das nachgeschaut, woran es liegt, dass Nefeli da noch nicht ist und was ich noch verkehrt gemacht habe. Und, das ist einfach an einem doofen Bonfire, wo ich hin muss. Total irrsinnig. Also wer auf die Idee kam, wer kriegt denn das, diese Quest dann bitte hin, blind zu lösen? Also ohne Hilfe auf die Idee zu kommen, da sich hinzuporten. Hey, habe ich mir das doch schon mal geholt? Sollte das nicht irgendwo hier so sein? Da vorne habe ich ein Icon gemacht. Mal über die Dächer. Ich meine, safe hier. Ich glaube, das war eine Krone. Habe ich die doch schon geholt und habe das Zeichen da gelassen? Das wäre ja ziemlich bescheuert. Nee, Karolos meine ich ist hier. Immer Steinkrone von Karolos oder sowas.
Ich bin ein bisschen verplant. Oder war das nicht da in dem Haus, sondern wohl irgendwo hier anders? Aber ich meine hier in dem Dorf. Hatte mir irgendjemand noch geschrieben, dass ich hier das vergessen hatte und ich konnte mich auch direkt daran erinnern, dass es die gab. Aber dies war noch nicht so weit vorne. Oder war die bei den Häusern? Oh, das kann natürlich auch sein. Checken wir das nochmal. Aber nicht gegen das Kackding, ey. Das hat mich letztes Mal schon zwei, dreimal umgebracht. Habe ich gar keinen Bock drauf. Hier ist ein Feuer. Handwerkerhütte. Nee, hier hatten wir den. Ich weiß gerade gar nicht. Die Armbrust sogar gefunden, ne? War das hier? Ey, ich bin komplett verplant. Ich such mal kurz. Ah, hier. Okay. Fahr mal dran vorbei. Schimmersteinkrone von Haus Hirodas. Achso, nicht Carolos. Warum haben wir denn Carolos verpasst? Weiß auch nicht, ob ich es jetzt gerade richtig ausspreche. Okay, dann haben wir das schon mal geholt. Da müsste ich nochmal rein, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so voll Bock drauf. Da nochmal reinzugehen. Daher lassen wir das an der Stelle. Komm hier leider gerade nicht weg. Komme ich nicht porten. Aber dann machen wir jetzt noch Nephilis Quest. Und dann war es das. Dann haben wir heute ordentlich viele Bosse gemacht. Ich weiß gerade gar nicht. Eins, zwei. Dann hier unten drei. Vier, fünf. Haben wir sogar mehr vor als die fünf. Zu der Arena müssen wir auch nochmal irgendwann. Hier haben wir noch einen Nachtboss. Ja, mal gucken. So, und zwar muss man sich hierhin porten. Um das zu triggern. Aber frag mich nicht wieso. Und man läuft dann von hier aus da rein, oder wie? Oder gibt es hier jetzt auch irgendwas? Spricht mir hier mit mir jemand mit mir? Melina, möchtest du irgendwas dazu sagen? Wirkt nicht so. So, und jetzt ist Gostok auch nicht mehr hier. Habt ihr gerade noch gesehen? Jetzt ist es getriggert. Aber why? Also ich meine, das ist einer der schönsten Spots, finde ich. Na, dieser Ausblick, den finde ich fabelhaft. Mit der Akademie und allem. Von daher, vielleicht portet man sich generell mal hierhin. Aber um das zu triggern, finde ich es echt komplett random. Fuck. Das Teilknospe hier oben. Das ist nicht für das. Nee, das ist jetzt nicht fürs Rostding, das ist für Magie. So. Dann geht man halt von hier aus da rein und nicht vom Bossraum. Hatte ich für eine komische Entscheidung. Da sie für mich jetzt erstmal auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt. Aber gut. Da sind sie. Nephili ist hier. Kenneth Hyde ist hier. Gostok ist auch hier. Hallo. Haven't seen your mug in quite some time. As you can see, I'm the new ladies' attendant. Freedom was worth squat. Besides, I like it round here. Lady Nefeli still fair of heart and countenance. Na, hoffe ich mal, du fällst ihr nicht in den Rücken oder so. Still, I have the lady's trust. So I can loot all the corpses I like. Wow. I'll let you take a look at the goods if you fancy. Was hast du denn so? Oh. Uralter Drachenschmiedestein, aber das ist für normale Waffen. Aber wie geil. Ich habe auch noch gar kein Level gemacht, von daher, wir kaufen uns den. Für eine normale Waffe. Silber Federtiefuß. Ich gönn mir mal. Wie krass, dass man das hier kaufen kann. Nicht schlecht. Reden wir erstmal mit Kenneth. Ah, nice to see you after so long. Safe and sound, I take it, yes? Good. Ah, quite. I have indeed selected a new ruler. Lady Nefeli is strong and just.
worthy of the burden of Limgrave's lineage. Such is the sincere opinion of I, Kenneth Height, no less. For the time being, I share command of the castle with my lady. But I plan on returning to my fort afterwards, at which time I can fulfill my old promise by raising you to the glory of knighthood. I hope it is just as wonderful as you imagine. Ja, das hoffe ich doch mal. Ich will auf jeden Fall Krieger werden, aber ich glaube, das geht nicht. Oder Ritter. Gut, der wiederholt sich. Und Nefeli. It's been some time. I must thank you for your aid. I told father I would be with him no longer. I remembered the vow I took when I first became a warrior, so many moons ago. This land is much like the one from which I hail. I will call upon the storm to drive away the foulness that has settled on the winds. Rufe den Sturm herbei, um die Fäule aus dem... ich kann es nicht zitieren. Shit. Fand ich aber sehr interessant. Sie ruft auch den Sturm wieder herbei. Wäre interessant. Again, I am Nefeli Lu, warrior. Some call me by the title of Lady. But I remain the same woman underneath, though I have now abandoned my former guidance. I cannot express how much you've helped me. Wollte Drachenspielstein. Jetzt habe ich zwei bekommen. Should you become Elden Lord, I would gladly lighten your burden. Ich glaube, ich hätte mir den anderen nicht gekauft, hätte ich das gewusst. Für mich war das da schon Belohnung genug, dass ich mir den kaufen konnte. Jetzt habe ich zwei davon. Wie krank ist das denn? Um den Sturm zu rufen. Krass. Okay. Interesting. Aber wir haben die Felix Quest abgeschlossen. Yay. Endlich. Das habe ich beim ersten Mal ja noch nicht geschafft. Das haben wir jetzt mal nachgeholt. Sehr cool. Okay, und gleich zwei von diesen krassen Steinen. Ich weiß gar nicht, wie ich die einsetzen soll. Ich habe gar keinen Dunkelschmiedestein mehr. Das ist... Nee, warte mal. Hier sind Dunkelschmiedesteine. Okay. Doch, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe auch noch von allem was da. Können bis zu drei Waffen noch auf 8 bringen. Den 9er hatten wir nur einmal. Aber es ist okay. Ja, hätte ich mal den bekommen. Das wäre schön gewesen. Gibt es denn auch noch in einer anderen Stelle? Kann ich noch irgendeine Quest lösen, wenn es die so auch gibt? Ich weiß das gerade gar nicht. Wie sieht das mit seinen... diese Wurzeln kriegen wir niemals zusammen. Ja, okay. Ich denke, beim nächsten Mal gehe ich zuerst, nicht, dass ich es vergesse, in diese Höhle. Und dann machen wir erst den Boss und dann gehen wir in die Kanalisation. Ich denke... Ja, oder ich muss den Nachtbosse noch legen. Aber ich glaube, nee, das machen wir dann danach, nach der Kanalisation. Wie gesagt. Okay, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!